Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator 15. Mit mir, dem Timo. Und den anderen Leuten. Ja, genau. Ja, okay. Mit dem super coolen Luca, der natürlich immer der Boss ist. Dann mit dem schlauen, intelligenten Wikipedia-Nils. Dann mit dem Ossi Daniel, mit Christian. Den kenne ich noch nicht so lange, da weiß ich noch nicht mehr, was für eine Macke der hat. Und auch ein Ossi. Ja, das sind alles Ossis. Es kann doch nur einen geben. Ja, ein Waren. Die aus dem Westen sind da noch schlimmer. Im Waren. So, ja, cool. Das Kanackenkind aus Berlin ist natürlich am schlimmsten. Nein, man scherzt nicht. Ich nehme das nicht zu ernst. So, und Nico. Nils, du bist trotzdem Kanackenkind. Ja, das ist. Kakerlack. Autsch, Nico kenne ich zu lange, da weiß ich auch nicht, was ich sagen soll. Und Fiete, bist du gerade bei Feld? Ja, Timo, das Teil ist bei Feld 127. Ich weiß, ich wollte dich einmal durch die ganze Map schicken. Guck mal, ich habe dich von Feld 16 zu 14 geschickt, dann zu 5. Und boah, ja, von Feld 16 zu 14, das war echt ein Umweg, ne? Ja und? Timo, aber du bist von Feld 14 zu 5. Du bist einmal komplett nach oben gefahren. Ich kann meine Reifen wechseln. Ja, Fiete, das du bist schon ein mit der Butt, kann das sein? Tja, Fiete, scheiße, ja, ne? Der Fiete musste einmal komplett durch die Map fahren. Und ich wusste von Anfang an, wo die Beinpresse ist. Timo, das gilt dann aber nicht, ne? Wenn was? Du das benutzt. Daniel, wenn ich was benutze. Das Förderband. Ich häng fest. Wieso? Warum? Ja, weil du da nicht wir können es ja nicht benutzen, sag jetzt mal so. Wieso könnt ihr das nicht benutzen? Da war! Hast du vorhin das nicht mitgekriegt, oder? Ach, dass das nicht richtig funktioniert, oder was? Ja, was meinen Sie, warum ich kann jetzt, das euch doch einstellen. Ja, aber willst du mich eigentlich verarschen? Was denn? Ja! Irgendwie funktioniert das ja jetzt gerade auch nicht. Handy, was ist denn los, Nico? Junge, ich wollte das hier nehmen, ne, für Silo. Dann haben wir gesagt, das funktioniert nicht, nur wenn man irgendwie Rechte dafür hast. Hast du gesagt, nee, geht nicht. Stimmt doch, Fiete, ne? Ich bin eingestiegen und hab gesagt, bei mir geht's, dann ist Fiete eingestiegen und bei ihm ging's nicht. Dann hab ich gesagt, nee, geht nicht. Du hast hier das Förderband doch schon. Ich will raufmachen. Ach so, da muss ich länger drücken. Ja, so kannst du das machen, dass wir das Förderband benutzen können. Ja, ich stell euch das einmal ein und dann verkaufen. Gleich. Nee, ich habe nur eine Frage. Dann kaufe ich dir ein neues, ja, mach ich. Was? Das Nee war darauf bezogen, dass, ne, du weißt schon. Du weißt auch. Nee, weiß ich warte, nicht. Warte, man kann doch. Problem. Scheiße, jetzt. Hä, ist hier ein Silo? Nee, ach. Das kann ich gar nicht mehr ankündigen. Liegt wer auf dem Feld ein Strohballen? Läuft. Wo? Oh. Bei Feld 118. Ja, das den hat Dings nicht aufgesammelt. Muss ich jetzt gleich mal holen. So, hoffentlich geht das so. Okay, das klingt so anders, Mann. Abkippen kann ich. Kurz den Stand aufschreiben. Spielen wir gleich noch GTA? Das ist nämlich wichtig. Ja, so, und zack. Ich hol mir gleich erstmal Chips. Perfekt, es funktioniert. Chips. Halte Schnauze. Die wievielte Folge ist denn das jetzt? Vierte, ne? Fünfte? Okay, dritte. Ist gut. Die dritte? Nein. Was ist jetzt so? Darf ich dann gleich die Grassachen benutzen? Die vierte, da müssen wir noch ein paar. Jo, kannst du benutzen. Hauptsache, du stellst sie wieder ordentlich hin. Ja, mach ich. Luca, ich kann dir dabei helfen. Ne? Ja, wäre geil. Das ist ein Riesenfeld, gell, das ist Feld. Hab, denke ich, auch schon die 108. Beine. 108. Alles. Ja. Habt jetzt die Beine gepresst und schon fertig? Nee, Timo, nee. Timo, willst du Feld 103 schaffen? Das zweite Feld gerade. Also liegt jetzt da noch Zeug herum gerade. Für 60.000? Ja. Nee. Und Fiete holt jetzt gerade die Dings. Wieso, ja. Was ist ich los? Ich bin noch am Pressen. Ich schaff's noch nicht mal, meine Felder zu bewirtschaften, dann brauche ich nicht noch eins. Dann mach ich nächstes Mal die Felder da unten. Problem, wieder die Grasfelder. Machen, ist total scheiße. Wir machen, hä, was machen wir da gerade? Achso, okay. Nee, achso, ihr beendet die erstmal. Okay. Wir machen jetzt fertig, ja klar. Nein, ja, wir hören nicht mit drin auf. Nein. Wir machen die fertig und danach, ob ich die so, dann könnt ihr's. Aber ich glaube, ich hole mir einen größeren Kreisler, weil der ist ja, also. Ja, das ist gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich mir da auf Feld 108 irgendwie gleich tue. Beim Förderband kann man doch auch irgendwie Gewicht an die Räder machen. Ein großer.
Hätte ich vielleicht mal machen sollen. Ah, ich muss ja gar nicht kreiseln, gell? Wenn du Gras machen willst, nicht. Nee. Brauchst du Gras? Oder ich brauch Heuballen. Heu oder Gras machst. Kann man es verkaufen? Kannst doch verkaufen, ja. Jo, echt, kannst kann man? Ja. Also ich liefer die beiden ja Timo, deshalb. Wir müssen es irgendwie mal schaffen, einen Stall richtig zu machen, zu bewirtschaften. Also ich hab, war gerade bei dir und hab wieder Rüben aufgefüllt. Alter, bei, Junge, der kann es nicht. Was kostet ja bei dir der Hänger Rüben? Ich gebe 5% Rabatt oder so, oder keine Ahnung, 10%. Kannst du bei mir auch mal Rüben reinkippen? So, kann ich machen. Aber erstmal mach ich Timo voll. Wie gesagt. Das kann auch ein bisschen dauern. Ach, der braucht das doch gar nicht. So. Wie viel Rüben passen in den Stall rein? Schrillerte. Musst du mal gucken. Ich weiß auch nicht, deshalb gucken wir wieder nach. Ja, bei Timo sind 7% hier mit den, was wir da beim letzten Mal gemacht haben. Ja, jetzt habe ich ja wieder Neues reingekippt, also. Achso, wir haben letztens 16.000 reingekippt, 16.007. Das waren 7%. Also waren mal 7 durch 6. Lalala. Rechner. Luca, du müsstest gucken, dass du, wenn du die Fläche da geschwadet hast, dass du an einem Ballenwickler vorbeikommst. Diese Ballenwickler, what the fuck? Oder sollen die Beine nicht gewickelt werden? Gewickelt sollen sie nicht werden. Dann mit dem Beinsammelwagen. Ja, das machen wir am Schluss, wenn wir. Aber mit den Förderbändern geht das erstaunlich gut. Nur das mit den Toren nervt, dass die immer zugehen. Also das, da müssten jetzt rein theoretisch 16% drin sein, so um die. Bei uns gewittert es richtig, man. Angst. Ist doch gut, ist morgen wenigstens etwas kühler bei dir. Oder es ist ein paar Warmgewitter oder wie das heißt. Wärmegewitter. Ja, Warmgewitter. Ja, glaube ich aber nicht. Mensch, es ist doch eine Schitte hier. Oder muss ich es neu anmachen? Hä? So, Band ist an. Warum erkennt er denn jetzt den Anhänger nicht? Hä? Das ist doch... Und warum fahre ich hier überhaupt mit meinem scheiß Unimog rum? Wäre es nicht besser, wenn ich den da rankriegen könnte? Das Band kann man an beiden Seiten festmachen, ja, kann man. Weil da noch mehr Bilder gepostet. Junge, irgendwie tut mein Kreisler gar nicht alles kreisen, oder mein Zette, oder das heißt, nur die Hälfte. Lässt er immer da so ja. Ja, das ist, weil da nicht überall Gras gewachsen ist, weil das Feld da. Perfekt. Muss man dann einmal mit dem Pflug drüber und das muss dann aber jemand machen, der auch fahren kann. Hi. Also ich. Musst du mit GPS machen? Nein, ohne GPS. So was macht man nicht mit GPS. Also zumindest nicht. Ich nicht. Klar, mit GPS siehst du die Bahn alles gerade, ne? Aber auf so einer kleinen Fläche erstmal GPS einstellen und sowas, fahr ich lieber ohne und bin ich doppelt so schnell fertig. So, den lasse ich so stehen und. Mal gucken, ob irgendwie mal mir den Gefallen macht. Weil sehen könnte ich ja dann selbst wieder machen. Und Nils, du hast jetzt nochmal eine ordentliche Ladung an Beinen gekriegt. Zumindest hier jetzt auf der ersten. Stumm, ich muss nur schnell aus dem Fenster schauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 für zwei Felder oder was? Nee, 8 auf der ersten Fläche. Ist ordentlich. Pass auf, fahr da doch nicht so reinfahren. 1, 2,
Haben die Entwickler doch gesagt, sonst verschwinden die. Oder irgendwas war da doch. Ne, es passiert gar nichts. Also 8 Ballen für einen. Ja, weil du die auch nicht reinbringen musst, sondern an eine Seite vom Stall. Wie an der Seite vom Stall? Ja, an der Seite. Ich hol mir mal eben kurz was zu essen. Hier hinten sind sie doch aber auch verschwunden, neben dem Holzhaufen. Wie, sind sie jetzt gerade verschwunden? Nö. Ne, bei mir sind sie auf der anderen Seite verschwunden. Ja, du hast sie hier hinten an den Holzhaufen und da sind sie verschwunden. Nein, da, hier. Da wo die Plane bei ist, uns donnert es durchgehen. Ja, genau, dort. Dort sind sie ja verschwunden, deswegen dachte ich mir, ich fahre jetzt einfach mal hier durch, aber das hat auch genug. Bitte schick dir mal ein Video, gell, wie es bei uns gewittert. Ich hefte. Und noch ein Anhänger. Aber man hört gar nichts von dem Gewitter bei dir im Mikrofon. Ja, es gewittert durchgehen und blitzt die ganze Zeit. Das macht nicht immer so also ein Donner und dann ein Blitz, sondern es tut einfach die ganze Zeit durchdonnern. Richtig komisch. Da sind es mehrere mit Emma. Ja, Echo von den Bergen vielleicht? Aber da müssen ja trotzdem schon mehrere sein. Nee. Das ist so ein Schnee, ne? Genau. Keine Ahnung. Nico, du hast auch Frontlader mit Ballenkabel, mit Ballenzange, oder? Nico ist gemütet, glaube ich. Gesundheit. Muten. Ja, irgendwie, das ist die ganze Zeit jetzt hier Korn, Silage wegbringen. Hoppala. Boah, Junge, dieses Feld backt komplett rum, Mann. Deswegen dem neuen Patch. Ach, weil hier Stroh liegt. Ja. Scheiße. Bei mir hat das immer mal so stark geblinkt, ey. Ich wäre fast in Augenkrebs gestorben. Ja, bei mir eben auch. Nervt so hart. Ja. Was für ein Stroh? Hier liegt so ein Stroh, wenn du halt beim Feld das nicht hinlegst, sondern halt auf dem Boden. Häckselisch, genau. Als wir noch diese Modden hatten. Das blinkt so richtig komisch. Ja, aber es nur beim gehen nur 15 Feld. Rinder in den Stall. Nico? Ja? Wirklich? Du hast doch ein Frontlader mit Rundballen. Rundballenzange habe ich, ja. Ja, kann ich mit dem mal ausbogen? Ich will mal was ausprobieren. Jo, kannst du, warte. Ja, 15 Kälber, Nico. Wahrscheinlich. Oh nein, bitte. Ja, nicht. Und wie ist das denn? Wann kann ich nachkippen? Dann, wenn die groß geworden sind. Denke ich mal. Oder was meinst du? Kannst rein. Ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt halt noch 14 Rinder im Dings, ne? Danke. Im Anhänger. Stahl. Die Beinzange liegt hier am Hänger. Vor mir. Anmachen wäre nicht schlecht. Ja, wäre eine Idee. Bei uns hagelt's. Nur mal kurz stumm. Interessiert, wie? Fenster zu machen. Warum? Ich muss schnell im Haus schauen, ob Fenster zu sind. Achso. Lukas, der neue Wetterreporter. Bei uns hagelt's. Das war's mit den Nachrichten. Erst bei uns gewittert und dann bei uns hagelt's. Wo war das Gewitter? Bei Luca. Denkst du an die Folge? Ja, eine Minute noch. Achso. Wer stellt den Scheiß denn hier so hin? Ja, wer war das? Oh, eigentlich muss ich mal, wenn ich hier fertig bin mit der Silage, dann werde ich meinen Hof mal komplett aufräumen und aufrüsten. Dass ich dann in Ruhe die Tiere machen kann. Chris, was machst du eigentlich gerade? Ich hole gerade bei Nico den Teleskoplader, der Rundballenzange. Ach so. Und versuche mal die Ballen da irgendwie reinzukriegen. Mich das jetzt irgendwie interessiert. Auf wo welche Ballen? Die Strohballen bei dir in Ach so, bei mir, okay, ja, danke. Warum produzieren meine Kühe keine Milch? Weil du Wenn du die nicht ordentlich fütterst? Was drinne haben musst. Hast du Raps von und? Von allen. Ja, du musst von allen Sachen alles. Nee, ich glaube Heu nicht. Doch, alle. Also ich habe jetzt Stroh, Wasser und Kühe.
Milch ist 0, Mist ist 0, ist ja klar, wenn nicht. Ja, ja wahrscheinlich, ja klar, die essen ja nur Heu. Nein, du musst an eine Seite gucken. Ja, Leute, das war's mit der weiteren Folge. Bis zum nächsten Mal.